Buch 5 Kapitel 3 Episode 33. Frühreifes Kind. Wie erwartet, kamen die Tunnelameisen tief in dieser letzten Kolonie heraus. Einschließlich der Wächter waren es insgesamt 15 von ihnen. Ich habe zuerst 5 von ihnen erledigt, so dass Becks Gruppe noch 10 Ameisen zu töten hatte. Das war etwa doppelt so viel, wie ich ihnen zutraute, aber sie schafften es irgendwie, sie alle zu töten. Sie wurden ein paar Mal gebissen oder umgestoßen, aber niemand wurde ernsthaft verletzt. Braucht jemand Wasser oder Heilzauber? Fragte ich. Nein, warte, ja, gib mir einfach Wasser, um meine Wunden zu waschen. Wir haben Trinkwasser, sagte Beck. Das war klug von ihm. Ich füllte mit Magie eine Steinschale mit Wasser. Oh, und ihr müsst nicht alle das gleiche Wasser benutzen? Ich kann für jeden von euch etwas vorbereiten. Aber warum nicht dasselbe Wasser wiederverwenden, solange es noch sauber ist? Warum es verschwenden? Fragte Wist. Ihr könnt nicht alle eure Wunden mit demselben Wasser waschen, weil es dann immer schmutziger wird. Selbst bei kleinen Kratzern können schädliche Bakterien zurückbleiben. Was sind Bakterien? Oh, denk einfach daran, dass sie dich krank machen können. Wisst, bietet er an. Halt einfach die Klappe und nimm das Wasser, sagte Beck. Oh, okay, antwortete Wisst. Beck wusch seine Wunden und ging die Leichen aufsammeln, dann tat Wisst dasselbe. Nachdem die anderen 4 ihre Wunden gewaschen hatten, rief ich meine Schleim- und Kalkvögel herbei und brachte sie in mein Dimensionshaus. Dann machten wir uns auf den Weg zurück in die Stadt. Hey, Ryoma, wie bist du so stark geworden? Fragte Ruth plötzlich auf unserem Rückweg. Warum fragst du? Na ja. Ich erinnere mich, dass du diese Kobolde ohne Probleme besiegt hast, und heute war es mit diesen Tunnelameisen genauso. Die konnten sich nicht einmal gegen dich behaupten, stimmte Finja zu. Es wäre schneller gegangen. Wenn du sie alle selbst getötet hättest, ganz sicher. Wir kämpften alle gegen dieselben Monster, und so bekamen sie einen Eindruck davon, wie viel stärker ich war als sie, denke ich. Ich hatte ein ganzes Leben lang trainiert, also war der Grund aus meiner Sicht offensichtlich, aber für sie muss es entmutigend gewesen sein, wenn ich so aussah, als wäre ich ungefähr in ihrem Alter. Nun, vielleicht liegt es daran, dass ich einen Lehrer hatte, sagte ich. Ich habe unter jemandem trainiert, der die richtigen Kampftechniken beherrscht. Ich wohnte sogar bei ihm, so dass ich mich nicht so weit vom Training entfernen konnte. Das muss eine große Rolle gespielt haben, also war es eine sichere Antwort. Hat dir dein Lehrer beigebracht, wie man 2 Schwerter gleichzeitig benutzt? Das sind nicht nur Schwerter, das sind Katana. Und um 2 auf einmal zu benutzen, musste ich erst lernen, ein Katana mit einer Hand zu führen. Und das macht dich stärker? Fragte Beck, aufrichtig neugierig, zu wissen. Nur mit einem Katana in einer Hand herumzufuchteln, reichte nicht aus. Dieses Training war teilweise dazu gedacht, die Griffkraft und die allgemeine Muskelkraft zu verbessern, aber mehr noch, es sollte auf eine Situation vorbereiten, in der nur eine Hand benutzt werden konnte. Ein Kampf ist immer mit einem Verletzungsrisiko verbunden, und es besteht immer die Möglichkeit, dass man gegen jemanden in unvollkommenem Zustand kämpfen muss. Wenn man mitten im Kampf am Arm verwundet wird und die Waffe nicht mehr schwingen kann, ist man verloren. Selbst wenn du die Waffe noch einigermaßen benutzen könntest, wäre sie gegen einen unverletzten Gegner nicht sehr effektiv. Du würdest unweigerlich in einen überwältigenden Nachteil geraten. Deshalb wurde ich darauf trainiert, eine Waffe mit einer Hand zu führen. Und dank dieser Ausbildung konnte ich auch ein Katana in beiden Händen frei führen. Ich wurde nicht speziell für den Umgang mit 2 Waffen ausgebildet. Natürlich musste ich erst einige grundlegende Fertigkeiten erlernen, bevor ich überhaupt mit dieser Ausbildung beginnen konnte.
Wenn ich noch nicht einmal ein Katana mit beiden Händen führen konnte, wäre es eine Katastrophe gewesen, es nur in einer Hand zu benutzen. Ich hielt es für das Beste, wenn sie zunächst in einer Gilde oder an einem anderen Ort, an dem sie angemessenen Unterricht erhalten konnten, trainierten. Aber ich wusste nicht genau, ob Beck und seine Freunde einen Lehrer hatten oder nicht. So wie es sich anhörte. Lernten sie die Grundlagen von älteren Leuten in den Slums, aber diese Leute waren oft beschäftigt, so dass Beck und seine Freunde in der Regel auf eigene Faust trainieren mussten. Die Gilde um Unterricht zu bitten, war eine Möglichkeit, aber sie sagten, dass ihre Einkünfte aus Jobs in dieser Zeit unsicher wären. Wir müssen erst einmal Geld sparen, sagte Beck. Darf ich etwas fragen? Wisst bat darum. Klar, was denn? Sagte ich. Wie was denkst du, wenn du kämpfst? Ich habe mich gefragt, ob du Angst bekommst, fragte er. Wist wirkte im Kampf eher zurückhaltend, als könnte er nicht aggressiv angreifen. Nach dem, was ich von ihren Kampfstilen gesehen habe, nutzte Beck seine Beweglichkeit, um den Feind mit seinem Dolch und seinen Kampfkünsten in Schach zu halten. Malta unterstützte das Team mit Holzmagie, während Ruth und Romille ihre Gegner mit Schwert und Speer ausschalteten. Finja und Wist hatten die meiste Körperkraft und setzten mit ihren Hämmern den letzten Schlag. Es schien ein Plan zu sein, den sie sich für den Kampf gegen die Tunnelameisen ausgedacht hatten, und dafür war er auch gut geeignet, aber Wist sah nicht so aus, als würde er den Feind offensiv angreifen. Es war nicht nur, dass er Angst hatte, sondern er wirkte zu sanft. Er setzte nicht seine ganze Kraft ein, so dass er zwei oder drei Schläge brauchte, um eine Ameise zu erledigen. Wenn er seine ganze Kraft einsetzte, würde es wahrscheinlich nur einen einzigen Schlag brauchen. Aber nach dem, was er mich fragte, klang es, als sei er sich dessen bewusst. Du bist immer so ein Angsthase. Du musst nur hart zuschlagen, wie ich es dir immer sage, sagte Beck. Ja, aber wenn der Feind direkt vor mir steht, kann ich es einfach nicht tun, antwortete Wist. Es schien nicht das erste Mal zu sein, dass sie diese Diskussion führten. Mir fällt eigentlich nichts ein, antwortete ich. Was? Wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich. Ich konzentriere mich nur auf meine Aktionen und die Aktionen meines Gegners, sagte ich. Wenn man trainiert und sich verbessert, gewinnt man auch an Selbstvertrauen. Vielleicht würde es ihn nur dazu bringen, sich selbst die Schuld an diesem Problem zu geben, aber ich spürte keine Angst, wenn ich mich den Tunnelameisen stellte. Wenn du diesen Punkt erreichen willst, musst du einfach trainieren und mehr Kampferfahrung sammeln, bis du es schaffst. Das war eine harmlose Meinung, die ich hatte. Vielleicht hätte sich jemand besser ausdrücken können, aber dazu fehlte mir die Kommunikationsfähigkeit. Er hatte sich die Mühe gemacht, mir diese Frage zu stellen, also fühlte ich mich schlecht, weil ich keine bessere Antwort hatte. Mach dir keine Vorwürfe, Ryoma. Die Erwachsenen sagen das Gleiche. Was sagen sie denn? Oh, nicht sie sagen, dass Wist nicht das Zeug zum Abenteurer hat, warf Beck ein, woraufhin Wist verstummte. Es hörte sich an, als hätte er recht gehabt. Wer sagt das? Fragte ich. Andere Kinder. Wir sind nicht die einzigen Kinder aus den Slums, die als Abenteurer arbeiten. Jeder kann Abenteurer werden. Und es ist leichter, eine Anstellung zu finden, wenn man in der Vergangenheit als Abenteurer gearbeitet hat. Man muss immer vorsichtig sein, wenn man aus den Slums kommt. Es ist sicherer da draußen, wenn man sich als Ex-Abenteurer bezeichnen kann, weil es ein Beweis dafür ist, dass man die Arbeit in der Vergangenheit ernst genommen hat. Nach Beck meldeten sich auch die Mädchen der Gruppe zu Wort. Neben ihnen ließ Wist die Schultern sinken. Ruth schien ihn jedoch zu trösten.
Verstehst du dich nicht mit den anderen Kindern? Fragte ich Beck. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde, aber die anderen Kinder sind gut im Kämpfen. Sie haben in letzter Zeit mehr Geld verdient, und sie haben angefangen, sich über Leute lustig zu machen, die nur einen Job beim Kräutersammeln annehmen. Besonders schlimm ist es für Whist, denn er ist groß und stark, aber seine Persönlichkeit kommt ihm in die Quere. Ich sage Whist, dass er nicht die ganze Zeit zögern muss. Er ist nicht wie sie, und er muss auch nicht wie sie sein. Und außerdem sind sie nicht so hart. Jedenfalls nicht im Vergleich zu dir, sagte Beck. Ich hatte ganz vergessen, dass Kinder so schwierige Beziehungen haben können. Aber wenn ich lange genug Abenteurer bleibe, muss ich vielleicht jemanden umbringen, rief Whist. Das ist aber für uns alle noch weit weg, argumentierte Beck. Aber weißt du noch, was du mir gesagt hast, Beck? Was? Ich muss lernen, besser anzugreifen. Dummkopf. Ich habe es nicht so gemeint, wie Sie es meinen, schrie Beck. Er wurde ein bisschen zu hitzig. Moment mal, sagte ich und unterbrach sie, bevor sie sich zu sehr aufregten. Es hat keinen Sinn, hier zu streiten. Ich wollte, dass sie sich ein wenig beruhigten, und so gingen wir spazieren, während sie mir ihre Probleme deutlicher schilderten. Ich habe Folgendes herausgefunden. Die anderen Kinder haben Whist die Dinge erzählt, die er gerade gesagt hat. Wie Beck sagte, hatten diese Kinder wahrscheinlich auch keine wirkliche Erfahrung mit dem Töten von Menschen, aber sie sprachen trotzdem oft über solche Themen. Wenn sie jedoch lange genug als Abenteurer lebten, bestand die Möglichkeit, dass sie eines Tages mit anderen Menschen zusammenstoßen mussten. Whist hatte den aufrichtigen Wunsch, so schnell wie möglich zu sich selbst zu finden, damit er seinen Verbündeten mehr helfen konnte. Beck war der Meinung, dass sie die Dinge auf lange Sicht betrachten konnten, und hatte vor, bei Whist zu bleiben, bis er sein Ziel erreicht hatte. Whist war sich seiner Probleme bewusst, aber trotz seiner Schüchternheit hatte er den Wunsch, sich zu verbessern. Er war so eifrig bei der Sache, dass es den Anschein hatte, als würde er sich im Kreis drehen. Beck war sich dessen offensichtlich bewusst, hielt es aber für besser, darüber zu lachen und sich keine Gedanken zu machen, weshalb er nicht verstand, was Whist so sehr beunruhigte. Es war kompliziert. Jetzt, wo ich eure beiden Meinungen gehört habe, habe ich das Gefühl, dass Whist ein bisschen zu viel nachdenkt, sagte ich. Stimmt's? Beck stimmte zu. Verdammt, seufzte Whist. Warte, ich bin noch nicht fertig. Ja, es gibt keinen Grund, sich im Moment so viele Sorgen zu machen. Aber es ist wichtig, an die Zukunft zu denken, und es ist wichtig, dass du eine gewisse Resistenz dagegen hast, anderen Lebewesen zu schaden. Also, was ist es dann? Fragte Beck. Ich meine, das sind keine sich gegenseitig ausschließenden Dinge. Nehmen wir zum Beispiel an, sie sind in der Stadt und haben Hunger. Was tust du dann? Natürlich etwas zu essen besorgen, antwortete Beck ohne zu überlegen. Und was, wenn man nichts zu essen dabei hat? Dann geht man in den Laden. Du könntest in ein Restaurant gehen. Das ist zu teuer. Es wäre viel billiger, die Stadt zu verlassen, um Pflanzen für das Essen zu sammeln. Ihr könntet mit euren Nachbarn tauschen. Jetzt meldeten sich noch mehr Kinder zu Wort. Man könnte auch ernten, wenn man einen Bauernhof hat, oder wenn man skrupelloser ist, könnte man auch stehlen. Stehlen ist falsch, sagten alle sechs unisono. Aber du hast doch schon einmal versucht, mit weggeworfener Beute abzuhauen. Ich? Ja, also. Als ich sie darauf hinwies, schauten sie plötzlich beschämt. Vielleicht habe ich mich ein bisschen zu sehr mit ihnen angelegt. Ich kritisiere dich nicht oder so. Es sieht so aus, als ob du dich deswegen schlecht fühlst, und ich halte nicht mehr viel davon.
Kommen wir zurück zum Thema. Ja, stehlen ist falsch, aber es ist eine Möglichkeit. Was ich damit sagen will, ist, dass es für ein bestimmtes Ziel mehrere Ansätze gibt. Ich will damit sagen, dass selbst auf die Frage, die ich Beck und Wist gestellt habe, mehr Antworten möglich sind als die, die sie mir gegeben haben. Sie haben eine sehr eingeschränkte Sichtweise. Was tust du dann, wenn du gegen Monster kämpfst, Ryoma? Fragte Wist. Ich nehme ihnen nur das Leben, wenn es nötig ist. Wenn es um Nahrung, Kleidung oder Arbeit ging, musste ich sie töten. Wenn ich angegriffen wurde, sei es von Monstern oder Menschen, dann konnte ich gezwungen sein, in Selbstverteidigung zu töten. Es gab nie eine andere Ausrede zum Töten. Das ist eine grobe Art, es zu sagen, aber wenn du Bedenken hast, die deine Fähigkeiten beeinträchtigen, werden sie dir in einem Kampf nur im Weg stehen, fuhr ich fort. Ob ein Käfer oder ein Mensch, ein Leben ist ein Leben. Behandle Käfer in Friedenszeiten wie Menschen, und töte Menschen in Kriegszeiten, wie du Käfer vernichten würdest. Wenn ein Moment des Zögerns dein Leben beenden kann, erhöht die Beseitigung deiner Bedenken deine Überlebenschancen. Das war das Motto meiner Familie über Generationen hinweg, und ich denke nicht, dass es falsch ist. Nicht, dass ich Menschen und Käfer als gleichwertig betrachte, aber in einem Kampf würde ich sie mit gleicher Wut angreifen. Ich habe meine Abneigung, Menschen zu schaden, weitgehend abgelegt, glaube ich. Aber Lebewesen nicht verletzen zu wollen, ist völlig normal, und ich denke, es ist ein wertvolles Gefühl, sagte ich. Ich erkläre, dass Wists Einstellung die richtige ist, die man als Mensch haben sollte. Er muss seinen Widerstand nicht gleich aufgeben, aber hoffentlich kann er einen Kompromiss finden, der ihm hilft, das zu akzeptieren, was er in Zukunft tun muss. Wist nickte unbeholfen. Vielleicht war meine Argumentation etwas extremer, als sie sein musste. Die Reaktion der Kinder war lethargisch. Ich hatte aber auch keine genaue Antwort für sie parat. Das Wichtigste war, dass sie sich damit abfinden konnten, selbst Gewalt auszuüben. Also, um dieses Ziel zu erreichen. Beck. Ich. Tja, und das gilt auch für den Rest von euch, aber wie wäre es, wenn ihr euch einfach mal entspannt und über die Dinge redet? Lasst euch nicht verrückt machen. Es ist egal, was die anderen Abenteurer sagen, tu einfach, was du kannst. Wisst, du bleibst doch so oder so erst einmal Abenteurer, oder? Ja. Kämpfen macht mir Angst, aber es ist noch nicht einmal ein Jahr her, und ich will weiterhin etwas mit meinen Freunden unternehmen. Dann nimm dir Zeit, um darüber nachzudenken. Nach dem, was ich heute gesehen habe, denke ich, dass dir nicht allzu viel passieren sollte, solange du nichts Unüberlegtes tust. Ganz gleich, zu welchem Schluss er am Ende kam, ich hatte nicht die Absicht, ihm zu widersprechen. Wenn er mit dem Abenteuern aufhören wollte, könnte ich ihn vielleicht einladen, in meinem Laden zu arbeiten. Aber das wollte ich noch nicht sagen. In diesem Moment kamen wir am Tor an. Ich legte meine Gildenkarte vor, damit ich passieren konnte. Bist du auf dem Weg zur Abenteurergilde? Fragte ich Beck. Ja, ich muss mich zurückmelden. Ich melde mich bei der Gilde der Dompteure, also verabschiede ich mich erst einmal. Verstehe. Danke für alles heute. Danke für die Hilfe, sagte Wist. Du bist ein Lebensretter, sagte Finja. Nachdem sich die Kinder bedankt und wir uns verabschiedet hatten, machte ich mich allein auf den Weg zur Bändiger Gilde. Ich hatte das Gefühl, etwas getan zu haben, das nicht zu mir passte. Wenn ich auf das zurückblicke, was ich gerade gesagt hatte, verstand ich nicht, warum ich es gesagt hatte. Ich wollte sie unterstützen, aber ich hatte es nicht nötig, ihnen solche Ratschläge zu geben. Ich war auch noch neu in dieser Sache,
Also war das irgendwie arrogant von mir. Es kam mir sogar so vor, als würde ich sie belehren. Boss. Oh, wenn das nicht Fina und Lilyn sind. Was macht ihr denn hier? Wir sind einkaufen, sagte Lilyn. Durch die vielen Kochübungen der letzten Tage sind unsere Gewürze aufgebraucht. Außerdem brauchten wir mehr Papier und Verbrauchsmaterial. Warum seid ihr hier, Boss? Fragte Fina. Ich bin gerade von der Arbeit zurückgekommen. Ist etwas passiert? Es sah so aus, als würdest du über etwas nachdenken, sagte Lilyn. Habe ich das? Ja, das hast du, stimmte Fina zu. Bedrückt dich etwas? Nicht wirklich. Ich habe nur das Gefühl, dass ich alt werde. Was, sagten sie? Es sah aus, als wären sie zutiefst verwirrt.